Andere berühmte Kölner Einrichtung, die Black Füss. Ein 6 Mann starker Verein, welcher daheim mindestens so beliebt ist wie die Kölner Kicker 11. Die Black Füss singen kompromisslos Dialekt von Alltagsgeschichten, in denen sich ihr Fanclub Köln wiedererkennt. Wir sind bestellt zu einem Lokaltermin. In der Wirtschaft ob der Eck. Auf Hochdeutsch, in der Kneipe um die Ecke. Dort wird es gleich was geben, Rockmusik und Ehekrach. Verantwortlich, die Black Füss. Wir sind 6 grundverschiedene Typen. Wir machen keine Musik für Musiker, sondern für den Mann von der Straße. Wir würfeln uns so durch die Stilrichtungen. Deswegen kommt eben mal ein Tango raus oder ein einfaches Lied oder auch mal Rockmusik. Wir singen erstens Dialekt, weil das eigentlich die Sprache ist, die auch hier gesprochen wird. Und zweitens, weil man im Dialekt eigentlich das aussagen kann und viel besser aussagen kann als in der hochdeutschen Sprache, was die Leute hier anbelangt und betrifft, Probleme oder Geschichten und so weiter. Haben Sie keine Angst, weil Sie Dialekt singen, dass Sie nicht so gut verkaufen? Ich will jetzt keine Verkaufszahlen nennen, aber wir sind eigentlich mit dem zufrieden, was wir momentan verkaufen. Da wollen wir also gar nichts sagen. Und zweitens ist es für uns immer wieder ein Vorteil. Wir sind also deshalb, dass wir Dialekt singen, eigentlich so sogenannte Heimschläfer. Wir kommen also im Umkreis von 100 oder 120 Kilometern um Köln eigentlich sehr gut rund. Können Sie mal ganz kurz die Worte sagen, die in Ihrem Lied vorkommen, die wir nicht verstehen würden? Das wäre zum Beispiel? Ich weiß nicht, aber die Wirtschaft, also die verstehe ich. Okay, die Wirtschaft auf der Ecke, das ist also das Ding hier, ne? Ja, zum Beispiel. Die Wirtschaft auf einer Ecke. Ja. Und die Geschichte ist eigentlich die aus dem Lied, dass also das so aussieht, dass er dauernd sagt, ich will zum Beispiel am Schluss, in der letzten Strophe kommt das raus, dass er zum Beispiel Rudi Carell gucken will, beziehungsweise sie will Rudi Carell gucken, er will gerne Fußballspiel gucken, die beiden zanken sich also deshalb. Und da hat er halt immer so einen kleinen Trick und geht dann, wenn ihm irgendwas stinkt, in seine Eckkneipe. In der Wirtschaft auf der Ecke. Sie sehen die Güter, Rudi Carell. Ich sag
Wäscherupper Eck. Yeah, yeah! In der Wäscherupper Eck. In der Wäscherupper Eck. In der Wäscherupper Eck. Oh, yeah! In der Wäscherupper Eck.